Jahrestagung 2022 in Leipzig. Erstmals seit 2019 wieder in Präsenz. Die Mitgliederversammlung, ein großes Anliegen des BDB. Der Grund? An erster Stelle zu nennen ist die persönliche Begegnung, zum Teil Wiederbegegnung nach mehreren Jahren. Die vielen Gespräche am Rande, die machen letztendlich das Wesen einer Jahrestagung unseres Verbandes aus. Zum Auftakt Begrüßung der Neuen im Verband. Ich bin in den BDB eingetreten, um mich mit KollegInnen zu vernetzen, aber auch um aktiv mitzugestalten und auch in der Landesgruppe vielleicht mitzuwirken. Die kollegiale Heimat, der Austausch mit den Kollegen, das sind dann halt weitere Gründe, die für mich dafür gesprochen haben, mich hier anzuschließen und auch zu engagieren. Und dann ist mir ganz wichtig, auch zukünftig an der Verbandsarbeit teilzunehmen, also auch mitgestalten zu können. Die Reform des Betreuungsrechts im Mittelpunkt. Gefragt wurde, alles neu, alles gut? Gut, das neue Registrierungs- und Zulassungsverfahren. Also wir glauben, dass damit einhergehend die Anerkennung der Tätigkeit der beruflichen Betreuung als Profession ein erster wichtiger Schritt dahingehend ist, dass Betreuung sozusagen für sich einen sicheren Hafen bauen kann und sich nicht ausschließlich auf hoher See befindet. Unterstützung statt Vertretung steht nun im Gesetz. Offen ist die Frage, wie Mehraufwände vergütet werden. Keynote-Speakerin Ulla Schmidt fordert, das muss angemessen finanziert werden. Die brauchen endlich Pauschalen, die den Umfang auch der Leistungen abbilden. Und wir brauchen eine Dynamisierung der Leistungen, dass wir nicht alle paar Jahre wieder von vorne anfangen müssen. Die Grußworte signalisieren, Botschaft angekommen. Die Betreuungsrechtsreform wird also die Professionalisierung in ihrem Feld weiter vorantreiben. Selbstverständlich muss das auch mit einer angemessenen Bezahlung einhergehen. Diese Evaluation, zu der das Bundesjustizministerium bis Ende 2024 einen Bericht vorlegen muss, wird auch einen möglicherweise feststellbaren reformbedingten Mehraufwand berücksichtigen. Gleicher Tenor bei der politischen Podiumsdiskussion. Wenn man gestern zugehört hat, bekommt man den Eindruck, dass sowohl in der Politik, aber auch in der Fachwelt sehr deutlich angekommen ist, a, dass es Mehraufwände durch das Reformgesetz gibt und b, dass diese auch bezahlt werden müssen. Austausch, Arbeitsgruppen, Diskussionen, Delegiertenversammlung, Networking. Rund 250 Teilnehmende aus ganz Deutschland. Die BDB-Jahrestagung hat gezeigt, gemeinsam erreichen wir viel.